Ja gut, da ist die Frage, ob es überhaupt eine Krippe und einen Kindergarten geben müsste. Ich würde sagen, es ist ja nur ein Ersatz für die Familie. Es ist ja schade, wenn das Kind nicht in der Familie aufwächst. Nun ist es eine Frage, gibt es heute noch einen Begriff Familie oder ist das nur eine gemeinsame Zeit, die man verbringt, nicht etwas Endgültiges? Während, wenn das nicht so ist, dann haben die Kinder keine Bezugsperson, haben kein Zuhause mehr und rutschen dann von einem Rahmen in den anderen, und das ist jedenfalls schädlich. Ja, das sollte es überhaupt nicht geben. Da bin ich absolut dagegen. Das hätte ich niemals meine Kinder ausstehen lassen. Das war für uns selbstverständlich, dass wenn man Kinder bekommt, dass man mit ihnen lebt, dass es etwas Wichtiges im Leben ist. Meine Kinder sollten nicht begleitet werden, man muss das Leben mit ihnen teilen. Kinder sollten eben Teil am Leben der Eltern haben. Die sollten doch ein Vorbild sein für die Kinder. Und das ist unersetzlich. Und was sollten nun Lehrer oder Belehrende tun, wenn man ihnen diese Rolle anvertraut? Ja, das ist eine unmögliche Rolle. Das geht heute gar nicht. Heute sind ja Kinder den ganzen Tag außer Haus. Sehen ihre Eltern gar nicht, die erleben gar nichts Wesentliches mit ihren Eltern. Was muss sich ändern? Und ich finde, dass man sollte überhaupt keine Gattungen einrichten. Warum sollten Kinder mit Gleichaltrigen spielen? Das stimmt doch überhaupt nicht. Das hat man aus administrativen Gründen so eingerichtet, aber es ist etwas vollkommen Künstliches doch. Nein, Kinder, natürlich sollen Kinder mit anderen zusammenkommen, das ist ja klar, das ist ja verständlich, das ist ja Voraussetzung, dass man sich entwickelt. Aber die anderen müssen doch nicht Kinder sein, die anderen müssen eben alle möglichen Menschen sein. Große, kleine Menschen von überall her, da darf man doch keine Gattungen einrichten. Oft wird geglaubt, wenn ein Kind nicht in die Schule geht, dann bleibt es zu Hause. Im Gegenteil, wenn ein Kind in die Schule geht, wird es in eine Schule eingesperrt. Wenn es nicht in die Schule geht, dann steht ihm die Welt offen, dann macht es viele Begegnungen. Jedenfalls so sollte es sein, so ist es bei meinen Kindern jedenfalls gewesen. Und mit vielen Menschen Kontakt gehabt, mit Eltern, mit Jüngeren, mit Kindern, mit Erwachsenen. Ja, das sollte doch so sein, das ist doch eigentlich der Reichtum der Gesellschaft, das ist doch das wahre Leben. Kinder brauchen so etwas. Man muss da Kinder nicht kultivieren. Man muss Kindern die Möglichkeit geben, schöpferisch zu sein. Und da brauchen sie keine fremden Vorbilder und keine fremde Hilfe, nur eben die Möglichkeit dazu. Die muss man schaffen. Ja, das sollte es gar nicht geben. Solche Begriffe sollten es gar nicht geben. Das ist eine künstliche Einrichtung. Ist doch ganz normal, dass Kinder alle möglichen Menschen begegnen, muss man nicht darauf achten, welchen Menschen, sondern allen, wie es eben gerade mal vorkommt, das kann man doch nicht vorschreiben. Nichts ist verkümmert, nichts geht verloren, es bedarf eben besonderer Bedingungen, um wieder aufzublühen, die muss man schaffen. Natürlich ist den Kindern das Spiel verdorben worden, ganz bewusst, weil man ihnen so viel beigebracht hat. Aber das kann man ja abändern. Man muss einerseits aufhören, Kinder zu belasten, und andererseits muss man eben versuchen, die Kinder wieder zu befreien von dieser Belastung. Musik. Ja, Musik sollte eine große Rolle im Leben der Kinder spielen. Ich würde sogar so sagen, es gibt drei Grundlagen für das Gedeihen eines Kindes: einerseits das Spiel mit Tönen, andererseits die Bewegung und natürlich die Spur. Das sollte genügen, mehr braucht ein Kind überhaupt nicht. Alles andere geschieht dann von selbst. Was man als Hauptfächer betrachtet, das sollte es gar nicht geben. Es sollten keine Fächer sein. Ein Kind entwickelt sich und es braucht natürlich
die Bewegung, sonst wäre das ja kein lebendiger Mensch. Und mit Tönen zu spielen ist ja schön, kommt darauf an, wie man das handhabt, auf welche Weise, ob man da von Instrumenten ausgeht oder ob man von der Stimme ausgeht, ob man das gemeinsam mit anderen oder als Einzelperson erlebt, alles gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich finde, das sollte kein Begriff sein. Ich finde es schade, dass man daraus einen Begriff macht überhaupt. Das ist doch natürlich. Ein Kind kommt auf die Welt bei seinen Eltern und ist mit ihnen verbunden. Und diese Verbundenheit sollte doch durchs ganze Leben gehen. Mhm. Man kann eben gar nicht darüber nachdenken. Das ist etwas Natürliches. Und da kommen viele weitere Personen hinzu, mit denen man sich irgendwie verbunden fühlt, aus irgendeinem genauen Grund oder ganz allgemein, vorübergehend oder dauerhaft. Aber das ist doch jedem überlassen. Da kann man doch keine Theorie oder keine Pädagogik, keine Methode werden lassen. Mhm. Man muss eben die Gesellschaft verändern, indem man nicht mehr weiterhin eine Konsumgesellschaft ist, sondern eine andere, eine kreative Gesellschaft. Und das geht nicht so einfach, aber man muss es erstreben, muss dafür sorgen, eben nicht mehr nur zu konsumieren, sich nicht mehr dahin verleiten lassen, sondern muss eben was anderes anstreben, eine andere Lebensweise. Und muss eben alles anders werden. Der Konsum ist ja auch wieder eine Flucht vor der Wirklichkeit, nicht, dass Menschen ein Trostmittel brauchen. Das sieht man auch in der Art und Weise, wie sich alle Therapien verbreiten. Mhm. Menschen brauchen eine Hilfe. Menschen sind zur Abhängigkeit erzogen worden. Das geschieht in der Schule eben. Damit beginnt doch diese Abhängigkeit. Die Abschaffung, die Vernichtung der Persönlichkeit oder des Persönlichen, der einer kreativen Einstellung zum Leben. Das muss man ihnen zeigen. Genau. Man muss sie unterstützen mit dem, was sie entdecken. Man muss doch den Kindern nicht zeigen. Die Kinder sehen doch viel mehr als Erwachsene, sind so aufmerksam. Alles kommt ihnen entgegen und begeistert sie. Man muss doch nicht zeigen. Das ist schwer zu sagen. Ich lebe in der Gegenwart und ich kann mir die Zukunft gut vorstellen als Folge dieser Gegenwart. Ich weiß, was das Malspiel für einen jeden bedeutet. Ich weiß, was sich hier ereignet, dass durch das Malspiel etwas nie zuvor Geäußertes eben geäußert werden kann und das verbreitet sich. Und das natürlich stelle ich fest, und das ist mir eine große Genugtuung, festzustellen, dass etwas, das nun erst seit 50 Jahren oder etwa 70 Jahren besteht, sich so verbreitet und immer schneller und immer weiter geht. Das ist schon eine angenehme Rechnung, die ich mache. Und wie es weitergeht, das ist nicht meine Sache. Das überlasse ich eben den Erben, überlasse ich denen, die es eben dann später mal gebrauchen werden.